5G. Die gezielte Desinformation der deutschen Bundestagsabgeordneten. Im Zusammenhang mit dem brandaktuellen Thema der fünften Generation der Telekommunikation, kurz 5G, erreicht uns eine unerwartete und brisante, ebenso aufschlussreiche wie besorgniserregende Klage. Um was geht es? In einer Informationsschrift an die deutschen Bundestagsabgeordneten, der sogenannten Unterrichtung durch die Bundesregierung, Drucksache 19-6270 des Deutschen Bundestages vom 30.11.2018, wurden alle Abgeordneten über die gesundheitlichen Auswirkungen der gesamten Mobilfunktechnologie in Kenntnis gesetzt. Auszugsweise heißt es dort bereits in der Einleitung: Hochfrequente elektromagnetische Felder umfassen den Frequenzbereich von 100 kHz bis 300 GHz und werden allgemein für die drahtlose Informationsübertragung genutzt. Maßgeblich für die Beurteilung von möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der hochfrequenten elektromagnetischen Felder ist nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand weiterhin die Gewebeerwärmung. Während diese sogenannten thermischen Wirkungen der hochfrequenten Felder unstrittig sind, dreht sich die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion um die Frage, ob sogenannte nicht-thermische Wirkungen bei niedrigen Intensitäten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten. Nicht-thermische Effekte sind biologische Effekte, die nicht mit einer Erwärmung des Körpergewebes erklärt werden können. Nicht-thermische Wirkungen sind zum Beispiel Kraftwirkungen auf einzelne Zellen. Sie treten im Mobilfunkfrequenzbereich aber erst bei wesentlich höheren Intensitäten auf als die thermischen Wirkungen. Im Bereich niedriger Intensitäten hochfrequenter Felder konnten gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge nicht-thermischer Wirkungen in jahrzehntelanger Forschung bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Wie bitte? Kann nicht nachgewiesen werden? Nie etwas vom Geldrolleneffekt gehört. Also das Verklumpen der roten Blutkörperchen nach bereits wenigen Minuten Handytelefonieren. Dabei kann dieses krasse Blutbild durch ein einfaches Dunkelfeldmikroskop problemlos nachgewiesen werden. Könnte diese Blutverklumpung die Erklärung für viele völlig unerwartete Herzstillstände und Hirnschläge von gesunden Menschen in den besten Jahren sein? Und haben diese gelehrten Herren nie von den einfachen Schülerversuchen gehört, die unmissverständlich nachweisen, wie massiv auch Pflanzen, zum Beispiel Kresse, bei normaler WLAN-Bestrahlung in der Keimung und im Wachstum beeinträchtigt sind? Könnte dies nicht die Erklärung auch vieler kleiner und großer Beschwerden auch beim Menschen sein? Ja, und sollte diesen Wissenschaftlern tatsächlich verborgen geblieben sein, dass die ganz normale und alltägliche Mobilfunkstrahlung die Blut-Hirn-Schranke öffnet, sodass Schadstoffe und große Eiweißmoleküle ungehindert ins Gehirn eindringen und dort Zerstörungen anrichten können? Könnte nicht gerade auch dies ein Grund für den Anstieg der Alzheimer-Patienten und auch für das immer frühere Auftreten dieser Erkrankung sein? Wie ist es möglich, dass diese Mobilfunkexperten und Verfasser jener Unterrichtung der deutschen Bundestagsabgeordneten nie von dem internationalen Appell der 180 Ärzte und Wissenschaftler gehört haben, den sie an die EU, an die UNO, WHO und etliche Regierungen versandt haben? Stattdessen heißt es in der aktuellen Unterrichtung durch die Bundesregierung vom November 2018: Die Ergebnisse des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms, DMF, geben insgesamt keinen Anlass, die Schutzwirkung der bestehenden Grenzwerte in Zweifel zu ziehen. Angesichts der gewaltigen Fülle an Forschungsergebnissen, wissenschaftlichen Berichten und auch Gerichtsurteilen, die allesamt die Gefährlichkeit der Mobilfunkstrahlung bereits weit unter den gesetzlich festgelegten Grenzwerten aufzeigen, wirkt die Unterrichtung der Bundesregierung mehr als befremdlich. Diese krasse Desinformation legt die Vermutung nahe, dass unser Regierungs- und Gesetzgebungsapparat alles andere als volksnah, sondern massiv von Lobbyisten durchsetzt ist. Wäre es angesichts der lebensbedrohlichen Auswirkungen bei 5G nicht an der Zeit, diesem Lobbyismus und dem Ausverkauf des Willens der Bevölkerung einen Riegel vorzuschieben? Im Abspann zeigen wir die Quellen zu wesentlichen kritischen Mobilfunkstudien.
Anke Kern, geboren 1962 in Herford, Deutschland, verheiratet, hat eine erwachsene Tochter. Ausbildung 1983 bis 1987 Studium der Betriebswirtschaft. Diplomarbeit zum Thema Umweltpolitik im Alpenraum. Tätigkeiten 1987 bis 1999, 12 Jahre Tätigkeit in einer Forschungsgesellschaft, Schwerpunkt Holz. Seit 2003 selbstständige Lehrerin für Körper- und Energiearbeit und die Pflege des Lebens. Nach einem Schlüsselerlebnis mit ihrem damaligen Decktelefon erfuhr sie im November 2003 das erste Mal von den Nebenwirkungen des Mobilfunks und ist seitdem gemeinsam mit ihrem Mann, der Arzt ist, aktiv in der Aufklärung über das für sie größte Verbrechen am Leben, das die Spezies Mensch jemals begangen hat. Vorträge, diverse Artikel, Aktionen, Newsletter und weitere Aktionen, an denen sie beteiligt ist. Seit 2007 zu umwelt- und gesundheitspolitischen Themen, Schwerpunkt Mikrowellentechnologie. Seit 2014 auch über die NATO-Regime-Change-Kriege. Initiierung und Förderung verschiedener Friedensprojekte für den Frieden mit Russland, wie etwa: Wir Europäer sagen Nein zu einem Krieg mit Russland, wo sie zum Kreis der Erstunterzeichner gehört. Ihr Vortragsthema heute: Digitalisiert in eine strahlende Zukunft, todsicher. Herzlich willkommen, Anke Kern. Wir wünschen viel Gelingen. Ein unglaublich brisantes Thema. Es geht richtig ums Leben jetzt. Ja, ja, ich bin dankbar, dass ich heute die Möglichkeit bekommen habe, zu diesem Thema zu sprechen, über das eigentlich die wenigsten Menschen irgendetwas hören möchten, weil es das schöne Bild dieser heilen digitalen und smarten Welt beeinträchtigen könnte. Dieses Thema spaltet in zwei Gruppen. In die eine Gruppe die Fortschrittsverweigerer, die ewig Gestrigen, die Spinner, die über die Risiken aufklären, die noch in den Höhlen trommeln wollen. Und dann in die andere Gruppe, die sich dem Fortschritt nicht verweigert und die anderen als Spinner bezeichnet. Dieses Thema spaltet Familien, Ehen und Freundschaften. Und das ist möglicherweise auch genau das, was es soll. Das alte Thema, teile und herrsche, dann ist der Widerstand geschwächt. Ich spreche heute über die Mikrowellenkommunikationstechnologie, die verniedlichend Mobilfunk genannt wird. Mit verniedlichend meine ich, es funkt zwischen Menschen, der göttliche Funke hört sich doch ganz toll an. Oder das iPhone, intelligent, Smartphone, clever. Ist doch ziemlich clever, wie sie es geschafft haben, eine Superwanze in die Tasche eines fast jeden Menschen hinein zu befördern. Die nun allgegenwärtige Mikrowellenstrahlung ist für mich das größte Verbrechen am Leben. Und am Ende meines Vortrags werden Sie mich vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, was ich damit meine. Nun, mit 5G-Mobilfunk habe ich so das Gefühl, dass so das Finale zum Krieg gegen das Leben auf diesem Planeten Erde eingeläutet werden soll. Ja, in einer Stunde Zeit kann ich jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt geben über das, was ich in den letzten 15 Jahren dieses Engagements erlebt habe, weil ich sehr viel von den Aktivitäten engagierter Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitbekommen habe und auch selbst einiges in die Wege geleitet habe, wodurch ich interessante Erfahrungen mit Menschen in politischen Ämtern machen durfte. Es gibt Berge von Literatur über die schädlichen Auswirkungen der Mikrowellentechnologie auf die Gesundheit von Mensch und Tier. Die athermischen Wirkungen sind seit Jahrzehnten belegt und sie werden hartnäckig geleugnet. Und Herr Sasek,
Und hier auf der AZK in Stimme und Gegenstimme und Klagemauer TV, das beobachte ich schon seit vielen Jahren mit Dankbarkeit, dass Sie einfach so intensiv mitgeholfen haben, hier aufzuklären und den Menschen die Fakten und die Wahrheit aufzuzeigen. Es geht in meinem Vortrag nicht darum, digitale Medien, die ich selber gerne, aber verkabelt nutze, zu verteufeln. Ich habe nur ein Problem damit, als die Pflege des Lebens Lehrende, wenn Leben geschädigt wird. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn Menschen unter menschenunwürdigen Umständen die Endgeräte für die westliche Wertegemeinschaft herstellen dürfen. Ich meine hiermit zum Beispiel den Abbau von seltenen Erden durch Kinderarbeit oder auch durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, die und als Ausdruck zum Beispiel dieser Zustände und auch natürlich auf, möglicherweise aufgrund der hohen Strahlenbelastung dort, auch die hohe Selbstmordrate von Menschen, die im Telekommunikationsbereich arbeiten. Nur ein Beispiel bei der französischen Telekom, dass innerhalb von knapp 3 Jahren sich 60 Menschen das Leben nahmen. Im Gegensatz zu den Aufklärenden über Gentechnik, über Glyphosat und anderes, haben wir über dieses Thema Aufklärenden einen unglaublichen Gegenwind aus der gesamten Bevölkerung auszuhalten. Was ich in den letzten 15 Jahren mit Menschen, die lieber wegschauen, erlebt habe, darüber könnte ich ein ganz dickes Buch schreiben. Wie kommt das, dass es so ist, dass auch in Praxen von vielen im Gesundheitsbereich Arbeitenden ganz selbstverständlich in der Regel diese gesundheitsschädliche Mikrowellentechnologie steht und dass auch Umweltschützer vom Verschwinden der Bienen durch das Absterben der Bäume rund um Mobilfunksender und von dem wahrscheinlichen Eingriff auch in unser Wetter schlicht und einfach nichts wissen wollen. Sind sie alle irgendwie hypnotisiert? Oder werden sie am Erkennen können oder wollen gehindert, ohne dass sie es merken? Wer ein Problem erkannt hat und nicht zu dessen Lösung beiträgt, ist Teil des Problems, so eine indianische Weisheit. Ich hatte mich entschieden, Teil der Lösung zu sein, so wie viele Menschen, die auch hier sind. Dass es jemanden stört, dass ich diese Aufklärungsarbeit mache, zeigt mir der Umstand, dass ich seit dem Frühjahr 2016 von Menschen bestimmter Dienste begleitet werde. Sie verhalten sich so auffällig, dass ich sie sehe. Sie zeigen sich mir, wollen mich möglicherweise einschüchtern und ich stehe heute trotzdem hier und vielleicht auch gerade deswegen. Ich habe viele Bekannte und auch Familienangehörige darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gedacht, ich helfe euch nicht dabei, das im Dunkeln zu lassen. Das soll ans Licht. Dass ich einmal in so eine Lebenssituation gerate, das hätte ich nie gedacht. Ich habe mich, als ich mein Abitur machte, für den gehobenen Dienst bei der Kriminalpolizei beworben, weil ich mich für Recht und Ordnung einsetzen wollte und gegen Verbrechen. Und nun diese groteske Lebenssituation, dass ich mithelfe, Verbrechen ans Licht zu holen und werde überwacht. Am Anfang hat mir das ehrlich gesagt schon wirklich Angst gemacht. Nach einer Weile bin ich ganz schön wütend geworden und dann eigentlich nur traurig, dass es immer wieder Menschen gibt, die diese Arbeit machen, die andere Menschen daran hindern wollen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und sich auch für den Frieden zu engagieren. Und viele, wie wir wissen, sind schon aus ihrem Leben geholt worden, die das getan haben. Und die Menschen, die dies tun, die haben offensichtlich kein Bewusstsein dafür, dass sie das schlimmste Verbrechen begehen, was ein Mensch begehen kann, einem anderen das Leben zu nehmen. Und das hat Konsequenzen für ihren weiteren Seelenweg. Und ich habe auch angefangen, für diese Menschen, die meine Wege kreuzen, zu beten. Leider kann ich dieses Thema auch nicht in einer Minute auf den Punkt bringen. Aber wenn ich es müsste, dann würde ich es möglicherweise so tun. Noch niemals wurde die
wurden die Menschen in Bezug auf ein gesundheits- und umweltpolitisches Thema mit so großem Aufwand durch die gute Zusammenarbeit der Branche mit der Politik und den Systemmedien an der Wahrheit vorbei informiert, wie zum Thema Mobilfunk. Dass diese Risikotechnologie nun alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen hat, die Menschen abhängig und süchtig geworden sind und nach mehr schreien, ist der satanische Geniestreich der dunklen Kräfte auf diesem Planeten Erde des letzten Jahrhunderts. Sie haben es noch nie geschafft, dass die Menschen sich selbst beseitigen und ihre eigenen Kinder auf dem Altar der Technologie für ihren Gott genannt Fortschritt opfern. Und alle, die behaupten, dass die scheinwissenschaftlich legitimierten Grenzwerte unsere Natur und die Gesundheit schützen, verfügen nicht über Fachwissen oder sie lügen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn jetzt nicht bald ein paar mehr Menschen wach werden und uns mithelfen, das Ruder herumzureißen, dann sitzen wir bald alle miteinander in einem tödlichen Strahlenkäfig eines digitalen Gefängnisses, selbstverständlich ohne Bargeld. Und alles Lebendige auf diesem Planeten Erde geht seinem Ende entgegen. Ich habe es geübt zu Hause. Als Studentin, als ich mich mit dem Thema Umweltpolitik im Alpenraum beschäftigt habe, habe ich gedacht, wie schön muss es doch sein, wenn man für eine Umweltbehörde arbeitet und diese wertvolle und auch für mich wichtige Arbeit tut. Um nun heute an dem Erkenntnisstand angekommen zu sein, dass die Damen und Herren des öffentlichen Dienstes ausschließlich dem sogenannten Tiefenstaat dienen und dass wir neben Beruf und Familie ehrenamtlich ohne Bezahlung ihre Arbeit verrichten müssen, weil sie diese einfach nicht tun. Sie schützen weder die Natur noch die Gesundheit von Menschen. Dass die Branche selbst kein Interesse daran hat, die Schattenseiten ihrer Produkte ans Licht zu holen, kann man ja noch verstehen. Aber dass sämtliche Bereiche unserer gesamten gesellschaftlichen Institutionen mithelfen, dieses Verbrechen im Dunkeln zu halten, das stellt für mich alles Bisherige in den Schatten. Und ich habe mich mit Umweltpolitik beschäftigt, ich mich seit mehr als 30 Jahren. Was ich erlebt habe, hat wirklich meinen Glauben an das Gute in den Menschen zutiefst erschüttert. Diese Branche kann sich ein Riesenheer von Lobbyisten sparen, denn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen in Schulämtern, sie sitzen in Gesundheitsbehörden, sie sitzen in Gemeinde- und Stadträten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Buch »Der gekaufte Staat« hinweisen von Sascha Adamek und Kim Otte, das 2008 erschienen ist, und auch auf ein Buch, das ich empfehle, sich wirklich zu besorgen. Es erschien 2003 von den Journalisten Grasberger und Kotteder mit dem Titel Mobilfunk, der Freilandversuch oder ein Freilandversuch am Menschen. Es ist vor 15 Jahren erschienen und zeigt insbesondere das Netzwerk von Politik, Medien und der Mobilfunkbranche auf und geht auch hin, bietet praktisch einen wirklich ganzheitlichen Blick dieses Themas bis hin zu der Mikrowellenwaffentechnologie, die genau die athermischen Wirkungen nutzt, die es offiziell nicht gibt. Die Wirkungen des Elektrosmogs verstehen, heißt das Leben selbst begreifen. Das ist das Zitat eines bekannten Biologen, der Freund des früheren Siemens-Entwicklungsingenieurs Dr. Günther Volkroth war. Er hatte seinen Freund, diesen Siemens-Entwicklungsingenieur, auf das Baumsterben durch Radaranlagen aufmerksam gemacht. Und in den 80er Jahren hat eben dieser Siemens-Entwicklungsingenieur dem Bundesamt für Strahlenschutz, also Mitte der 80er Jahre schon, belegt, dass Baumsterben und das Waldsterben mit den Radaranlagen in Verbindung stand, ohne irgendwelche Konsequenzen. Wie ist das gemeint, das Leben zu begreifen, wenn man die Wirkungen des Elektrosmogs versteht? Vielleicht Folgendes: Wir Menschen sind bioelektrische Lebewesen, wir erschaffen ein Energiefeld um uns herum, genannt Aura, ein elektromagnetisches Feld, und gehen mit anderen technisch erzeugten Feldern in Resonanz. Und da fängt das Problem schon an.
Unser Körper, unsere natürlichen Felder werden mit technisch Erzeugten konfrontiert und unser Organismus muss damit umgehen. Mit fremden Informationen, mit Informationen, die es in der Natur nicht gibt. Es gibt einen britischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011, der online ist, auf englischer Sprache, aber sehr gut zu verstehen, der im Titel das benennt, was es ist. Der Titel heißt Resonance Beings of Frequency. Der Titel sagt aus, dass wir Menschen Frequenzwesen sind. Und dieser Film ist auf Vimeo zu finden. Und dieser Film zeigt auch auf, welche Konsequenzen es hat, wenn wir mit diesen widernatürlichen elektromagnetischen Feldern in Resonanz gehen müssen. Und nicht nur wir, sondern eben auch Tiere. Auch Wetterphänomene sind elektromagnetische Phänomene. Und manche Menschen haben ja allein schon Mühe genug bei Wetterumschwüngen. Ja, also Menschen, die mal Knochenbrüche hatten oder Migräne oder chronische Erkrankungen wie Rheuma zum Beispiel, die merken den Wetterumschwung schon ganz intensiv. Also das sind auch elektromagnetische, aber natürliche Phänomene, die den Menschen, wie gesagt, schon genug zu schaffen machen können. Die Bioelektrizität des menschlichen Körpers ist messbar und das nutzt man beim EEG, um die Hirnströme aufzuzeichnen, beim EKG, um die Herz